Mikrofon geht noch. Mein Mikro geht noch, wenn wir die Musik ein bisschen dimmen. Ein bisschen dimmen. Dann können wir uns unterhalten. Spiel- und Spaßfabrik. Vielen Dank für die musikalische Untermalung. Mein Mikro geht noch, mein Papier geht auch noch und ich hab noch die Fragen. Ich nehm's doch nicht persönlich. Nee, sorry, beim Boxen passiert sowas mal. Ihr seht ja, da ist vollgeladene Power hier. Kann passieren, man sieht, der Mann hat Talent, auch mit dem Seil und auch ohne Handschuhe. Wir sehen jetzt ein bisschen, wie er arbeitet und ich darf mich jetzt hier mit Ilo von Team Stein unterhalten. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Schön, dass wir kommen durften. Wunderbarer Abend. Hallo an alle nochmal. Der erste Ingolstädter, ich gehe schon wieder in Deckung, der erste Ingolstädter Profiboxer. Ilo, sag mal, wie ist denn Granit überhaupt dazu gekommen? Also es begann eigentlich als Jugendprojekt im BC Ingolstadt. Wir haben hier einen ansässigen Sportclub. Er hat eigentlich angefangen, um fit zu sein und man hat sein Talent früh entdeckt und er hat als Amateur über 60 bis 70 sogar Kämpfe gemacht. Und dann hieß es, wieso nicht professionell? Und dann, wie schnell habt ihr dann erkannt, Mensch, da ist richtig Talent dahinter, da kann man was entwickeln? Ja, als die Promoter natürlich angefragt haben, ne? In Ingolstadt haben wir ja wundervolle Kampfschulen wie euer Kater oder andere gute Kickbox-Vereine. Aber Boxen ist ein bisschen so einsam und da musste der Granit leider rausziehen in die weite Welt. Und 2017 hat Granit und sein Team sich überlegt, warum ziehen wir denn nicht einen Boxstall hier in Ingolstadt auf, was professionell ist, und heute sind wir hier. Vielen Dank. Da freuen wir uns auch. Dann sagt ihr mal, vom Granit Stein Boxing Team, was sind denn die nächsten Ziele von euch? Also, wir haben auf jeden Fall große Ziele vor. Unser größter Wunsch, kein Traum, unser Ziel, das wir höchstwahrscheinlich auch erreichen werden, ist, den Titel nach Ingolstadt zu holen, und zwar bei den Erwachsenen. Granit ist ja deutscher Meister und gleichzeitig auch noch, wie gesagt, sehr bekannt. Aber in Ingolstadt ist die Boxszene leider ein bisschen, ja, die lassen Granit ein bisschen im Stich, wenn man ehrlich ist. Ja, und wir haben am 3.11. den Kampf und da fangen wir jetzt an. Es wird warm. 3.11., wo kann man den sehen? Gegen wen geht's? Also, 3.11. geht's im Allgäu. Da wird der Granit kämpfen. Und zeitnah versuchen wir natürlich jetzt auch eine Veranstaltung hier anzuziehen. Wir haben eine Internetseite. Besucht uns bitte www.granit-stein.com. Supportet uns, Ingolstadt, wir brauchen euch. Wir sind ganz alleine, wenn wir bei diesen Veranstaltungen sind, in den anderen Städten. Und deswegen hat uns heute auch der Attila die Chance gegeben, dass wir heute unsere Talente hier euch mal zeigen. Und ich würde mich sehr freuen, euch alle zu sehen. Es sind an der Tür diese Flyer. Es wäre super, wenn ihr, da ist die Veranstaltung drauf. Und auf der anderen Seite sind unsere Internetseiten drauf. Bitte einmal folgen, kräftig supporten. Vielen Dank. Vielen Dank an das Granit Stein Boxing Team. Ein Gruppenfoto zusammen, komm, ich bin auch. Das ist nämlich noch hier so ein Gürtel. Geh die Schulter runter. Nochmal ganz kurz. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, bei Lifepack Max und bei Ledin und bei allen anderen. Wie gesagt, Boxsport ist sehr teuer. Es wäre super, wenn wir Unterstützung bekommen würden von eurer Seite aus. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch wunderschöne K.O.s und viel Spaß. Dankeschön. So, damit nochmal Danke an das Granit Stein Boxing Team. Der erste Profi-Boxer Ingolstadt.